Gibt es in Paraguay mehr Juden als Nazis? Heute erzähle ich dir von der unglaublichen jüdischen Geschichte Paraguays. Und hätte ich mich selber damit nicht beschäftigt, hätte ich es nie geglaubt. Es gerät tatsächlich ziemlich in den Hintergrund, weshalb ich etwas dagegen tun möchte, dass dieses einseitige Bild von den deutschen Medien auch mal aus einer anderen Perspektive berichtet wird. Nämlich, es wird allzu gerne dargestellt, dass Paraguay der Zufluchtsort für Mengele ist, für Nazi-Verbrechen, Verbrecher und andere Verbrecher, dass Paraguay der Zufluchtsort schlechthin für Verbrecher ist. Das wird gerne dargestellt von den deutschen Medien. Es wird auch gerne aus der Perspektive beleuchtet, dass Paraguay nur attraktiv war für religiöse Spinner und Querdenker, Aluhutträger. Heute möchte ich dir eine andere Perspektive geben. Bevor ich damit anfange, ich möchte einfach sagen, dass ich hier in Paraguay mehr Juden kennengelernt habe als Nazis oder jüdischstämmige Menschen. Tatsächlich war die erste Person im Supermarkt, die wir kennengelernt haben, ein Jude. Generell ist die Rinderzucht hochrelevant für das Judentum, die größtenteils in Südamerika stattfindet. Jetzt zum Beispiel in Israel, wo das sehr viel vom jüdischen Leben stattfindet, ist man eingeschränkt, Rinder zu züchten. Dementsprechend werden auch in Südamerika sehr viele Rinder auch koscher produziert und geschlachtet. Die jüdische Geschichte ging 1870 los, da sind die ersten Leute gekommen, die ersten Juden. Es waren erstmals unter 20 Leute. Bis 1920 stieg das auf über 120 Leute an. Der Höhepunkt der jüdischen Zuwanderung aus ganz Europa und anderen Teilen der Welt war 1933 bis 1939, wo sehr viele eben von der Nazi-Regierung Europas geflohen sind. Sprich, die Leute haben sich hier mehr Freiheit erhofft und sie wurden hier nicht diskriminiert. Und die Juden, die haben sich hier sesshaft gemacht, viele sind aber auch weitergereist. Man erkennt die jüdischen Hintergründe hier häufig auch noch an den Nachnamen, die nachweislich einfach jüdischer Herkunft sind oder häufig jüdische Menschen diesen Nachnamen getragen haben, die hier noch gängig sind. Ich habe, wie gesagt, sehr viele jüdische Leute kennengelernt, weshalb es mir sehr weh tut, zu hören von den deutschen Medien, dass Paraguay das Nazi-Refugium schlechthin ist, wo das einfach absolut nicht stimmt. Sehr viele, auch überwiegend normale Menschen leben hier, die hier sehr gerne leben, die hier sehr glücklich sind. Ich konnte hier noch niemanden kennenlernen, der offensichtlich antisemitisches, rechtes Gedankengut vertreten hat. Das ist ein Bild, was nicht ganz stimmt. Wenn dich dieses oder auch weitere Videos interessiert in diesem Themenfeld, dann denk dran, mir eine Rückmeldung zu hinterlassen. Schau auch im Video vorbei, ob sich in Paraguay mein Leben verschlechtert hat. Das beantworte nicht ich, sondern meine Mutter, die mein Leben in Deutschland und in Paraguay kennt. Und daraus tun wir ein Fazit schlussfolgern, ob sich mein Leben hier verbessert oder verschlechtert hat. Schau auch da vorbei und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.